Hallo meine Lieben und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch. Mein Name ist Zwergmaster und willkommen im Zwergmaster TV und heute mit einem neuen Support namens Mercy. Mercy wird auch gerne als Standard-Supporter angesehen. Mit ihrer Shift-Taste kann man sich zu einem Verbündeten bewegen. Ihre linke Maustaste besagt, dass der geheilt wird mit einem gelben Strahl und mit der rechten Maustaste bekommt er einen Damage Boost. Vor allem bekannt ist Mercy allerdings aufgrund ihrer Ultimate, welche besagt, sie kann Leute wieder auferstehen lassen, also Leute, die gestorben sind, kann sie wiederbeleben und wird deshalb auch gerne als Standard-Support bzw. als wichtigster Support in der Heal-Klasse angesehen. Wobei es allerdings nicht einfach ist, Mercy zu spielen. Von mir aus gesehen, Mercy ist das Positioning, ja, das Positioning, das A und O, und wer nicht Mercy Main ist, sollte die Finger von ihr lassen, laut meiner Meinung. Ich persönlich kann Mercy zum Beispiel nicht gut, muss ich ehrlich zugeben. Da gibt es bessere Supports. Ja, leider gestorben, kann man nichts machen. Ultimate noch nicht ready, das wäre ein schöner Rest gewesen, aber kann man nichts machen. Also mit Rest meine ich natürlich Wiederbelebung, ihre Ulti. Ja, mit Mercy kann man recht schnell ihre Ultimate stacken, indem man einfach fette Tanks wie zum Beispiel Roadhog, Reinhardt, D.Va und so weiter permanent healt, so wie ich jetzt gerade mache. Meine Ultimate ist jetzt ready, vielleicht kommt sie auch schon bald zum Einsatz, müssen wir mal schauen. Unser Reinhardt ist leider ein wenig out of position. Ein Manras würde ich jetzt nicht empfehlen. Wie man sehen kann, Misspositioning von mir, gegnerischer Reinhardt hat mich gepackt. Schade, muss man sagen, wäre kein schlechter Push gewesen. Allerdings, ja, soll man da groß noch sagen. Ja, aufgrund ihrer starken Heilung, also wirklich starken Heilung, spielt eine Mercy sehr gerne mit zum Beispiel einem Roadhog. Also einem fetten Tank, der einfach ja, permanent Damage frisst und der permanent Damage frisst und den man gut heilen kann. Das war jetzt zum Beispiel eine schlechte Ulti. Hätte man nicht bringen müssen. Allerdings hatte ich ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein, dass wir den Push verlieren. Deshalb dachte ich mir, lieber ulti ich, als dass wir diesen Push verlieren. Wir hatten nur noch eine halbe Minute, gut eine halbe Minute. Und ja. Ein Schutzengel ist da.
Ja, leider schief gegangen mal wieder. Wie ihr vielleicht später noch sehen könnt, ich habe mittlerweile noch ein paar Rankeds gemacht, alle verloren. Jetzt bin ich wieder auf 2300 Punkten runtergefallen. Das liegt daran, dass ich die nicht drauflade. Zum einen hatten wir ein Mercy Gameplay. Hier bin ich noch am Überlegen, ob ich dieses. Ob ich dieses rauflade oder ob ich das andere rauflade. Und dann hatten wir noch zwei Anna-Spiele, da ich gestern noch ein paar Videos aufgenommen habe. Da hatten wir noch zwei Anna-Spiele und in beiden Spielen wurden wir einfach total von den Gegnern überrennt. Und ja, ich habe ja gesagt, ich lade auch Spiele hoch, in denen ich verliere, ist auch weiterhin so der Fall. Nur wenn das Spiel gerade mal, sagen wir, 5 Minuten geht, da man einfach total gestompt wird, dann glaube ich, solche Spiele will niemand sehen und habe ich mich entschieden. Okay, der wollte die beiden Supporter haben, wie es aussieht. Ja, Mercy ist vermutlich die eine der besten Heilerinnen, muss man sagen. Ob es die beste ist, weiß ich nicht. Und ja, wie man sehen kann, mein Positioning ist wirklich nicht gut. Ich bin immer einer der Ersten, die sterben. Als Mercy sollte man die Letzte sein, die stirbt. Da man ja die Leute wiederbeleben muss nach einem Kampf. Aber man müsste Mercy Main sein und das Positioning gut. Gut spielen zu können. Funktioniert gerade leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ja, hoffen wir mal aufs Beste. Wie ihr schön sehen könnt, ich heile einfach immer rund zum Großen. Das Ding ist auch, wenn man Mercy spielt, muss man vom Team beschützt werden. Sicher hier habe ich gerade den Fight gegen den anderen Support verloren, was aber als Mercy nicht gerade schwierig ist. Mercy hat einfach keine Chance zu entkommen oder ja, mindestens kurz verlängert. Sonst wäre niemand reingegangen. Musste ich versuchen. Runde beendet, leider nur 2 Punkte. Mercy ist vielleicht auch besser in der Defense, wie ich jetzt hoffentlich auch demonstrieren kann. Dass sie einfach, wenn dein Team stirbt, retten kann. Im Angriff ja, dann regroup man sich und so weiter. Aber in der Defense hat man dazu oft nicht die Möglichkeit, da die Leute schon auf dem Punkt stehen und so. Also finde ich persönlich in der Defense deutlich stärker als im Angriff. Und ja. Vermutlich kommt heute kein League of Legends Gameplay.
Das kommt vermutlich erst morgen, da ich einfach zu lange brauche, die Videos zu bearbeiten und der Kanal noch recht leer ist. Deshalb glaube ich, bringe ich heute mal 2 Overwatch-Folgen, also hier Mercy und dann später noch Anna. Hallo alle. Und League of Legends werden dann morgen 2 Folgen kommen und vielleicht noch eine Overwatch-Folge. Mal schauen, wie es zeitlich ausgeht, ich habe noch keine Ahnung. Das Ding ist halt bei League of Legends, die Aufnahmen hochzuladen, dauert ziemlich lange und da finde ich es besser, wenn wir wenn wir da heute lieber 2 Folgen bringen, nicht über Nacht die Videos bearbeiten kann und dann morgen 2 Folgen bringe. Vielleicht gehe ich auch heute mit dem Kumpel zocken und also die ganze Nacht zocken. Deshalb könnte ich da einiges an League of Legends aufnehmen. Und wenn ich die dann alle bearbeite, sollte es bis morgen dann im Laufe des Nachmittags schon möglich sein, 2 Videos zu bringen, je nachdem wie lange die hochladen. Ich habe nicht das beste Internet, auch nicht das schlechteste, sagen wir mal so. Bei uns hier, Südtirol, ist vermutlich eines der besten, um nicht zu sagen das Beste, was man herbekommen kann. Das war jetzt zum Beispiel von mir aus gesehen kein schlechteres. Ich hatte Glück, ich war wieder schlecht positioniert, ich wurde ins Gravitationsfeld von Zarya war gefangen. Normalerweise stirbt man da, ist auch dazu zu sagen. War ein bisschen Glück im Unglück, aber sollte. Also bisher bin ich mit dem Spiel recht zufrieden. So, jetzt wäre zum Beispiel der Punkt, an dem ich zurückfalle, um meine Teammember wieder zu beleben. Ja, jetzt hat er mich gerade gespottet leider. Natürlich sofort Focus Switch auf Support ist total richtig und sollte eigentlich in jeder Elo klar sein, dass man Supporters focussen soll. Allerdings glaube ich, schlagen wir uns bis jetzt gerade recht gut. Jetzt verlieren wir zwar vermutlich den Punkt, aber das ist wieder Bad Luck, dass die mich mit hoher Energie gerade sieht. Wie man auch schön sehen kann, Mercy ziemlich hohen Heilung, 11.000 gerade, ist nicht schlecht. Es gibt aber wie gesagt sicher bessere Mercys, die noch mehr Heilung machen, beziehungsweise auch die richtigen Heils. Ich heile einfach alles, wo ich sehe, die haben Schaden genommen. Normalerweise sollte man da schon fokussen.
da kann ich jetzt leider wenig für machen. Sonst fokussen die mich wieder raus. Und das wollen wir ja nicht. So, Heilung ist wieder da. Ja, du wirst ja geheilt. Du nimmst nur zu viel Damage. Und jetzt hat mich was getötet? Oh, Snipe. Okay. Widowmaker noch gerade so um die Ecke geschossen. Schade, aber passiert. Aber sieht gut aus. Wir haben gerade, glaube ich, das halbe gegnerische Team getötet. Hoffen wir mal, dass die spielen wie die meisten in meinem Elo-Bereich, dass die einfach nur kurven und stumpf hier drauflaufen einzeln. Reinhard, muss ich wieder beleben, also wirklich müssen. Oh Mann. Das ist jetzt ein bisschen blöde Ausgangssituation. Noch 30 Sekunden. Ich glaube allerdings nicht, dass wir das dürfen können. Obwohl Reinhard ist jetzt wieder da. Und gewonnen! Ja! Schön! Ihr habt schon gemerkt, zum Schluss musste ich mich ein bisschen konzentrieren. War schwierig. Musste mich schön auf meine Position konzentrieren, aber hat schlussendlich geklappt. Jetzt sehen wir uns noch Play of the Game an. Und die Medaillen. Und dann war's das auch schon wieder. Hier schön fast ein Team, oh, fast sogar. Ne, waren nur 5 Spieler. Kein Teamkill leider. Hier supporten wir immer den Supporter. Auch wenn ich es gerade selbst bin. Ja, dann war's das jetzt auch schon wieder. Wie ihr gleich sehen könnt, meine Punkte sind wieder deutlich runtergegangen. Jetzt versuche ich wieder hochzuspielen. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, was ich spielen soll und so weiter. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.